Hallo und willkommen bei Geschichte Tag für Tag. Heute haben wir den 15. Juli. Im Jahre 1099 erobert das Kreuzfahrerheer des ersten Kreuzzuges die Stadt Jerusalem. Sengend, mordend und plündernd ziehen sie durch die Straßen von Jerusalem und töten alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Es sollen wohl weite Teile der einheimischen Bevölkerung wirklich dahingemetzelt worden sein. Im Jahre 1410 kommt es zur Schlacht von Tannenberg. Der deutsche Orden unter dem Hochmeister von Jungingen kämpft gegen den polnischen König, ich glaube Wladislaus hieß der damals, und verlor. Damit endet vorerst mal die deutsche Ostexpansion. Da fliegt halt echt der Flimmerwand. Na toll. 1683 kommt es zur zweiten Wiener Belagerung durch ein osmanisches Heer. Nachdem der Stadtkommandant Graf Ernst Rüdiger von Starhemberg einer Kapitulation widersprochen hat. Die Belagerung zieht sich auch Monate hin. Aber wie schon 1529 bei der ersten Belagerung von Wien durch die Türken, scheitert auch diese, da der polnische König der Stadt Wien in der Schlacht von Kahlenberg sehr viel Druck abnimmt und sich das osmanische Heer zurückziehen muss. Und für den heutigen Tage des Jahres 1799 kann ich eine weitere archäologische Sensation vermelden. Und zwar wurde durch einen General des französischen Heeres unter Napoleon Bonaparte in Ägypten der sogenannte Stein von Rosetta gefunden. Das Teil gibt es auch heute noch, das glaube ich steht irgendwo in Kairo in einem Museum. Aber damit konnten die ägyptischen Hieroglyphen in weiten Teilen dechiffriert werden. Denn, was ich weiß, also ägyptische Hieroglyphen sieht man auf diesem Stein von Rosetta, griechische Schrift, oh, ich bin mir jetzt nicht sicher, und auch phönizische Schriftzeichen. Und da man Griechisch und Phönizisch schon kannte und der Text, man konnte davon ausgehen, dass der Text eben auch in Hieroglyphen so lautete wie eben auf Griechisch und Phönizisch, konnte man eben die ägyptischen Hieroglyphen entziffern. 1869 wird von einem französischen Chemiker Butterersatz erfunden und bekommt heute ein Patent. Und dabei geht es um nichts Geringeres als um unsere Margarine. Im Jahre 1933 kommt es zur Unterzeichnung des Vertrages des sogenannten Viererpaktes. Der ist von Benito Mussolini als italienischer Staatschef angeregt worden. Und unterzeichnen tun ihn die vier Mächte Großbritannien, Frankreich, Italien eben und das Deutsche Reich schon unter Adolf Hitler. Damit verpflichten sich die vier Großmächte bei Fragen von gemeinsamem Interesse jeweils den anderen um oder die anderen um Beratung zu bitten. Für das Deutsche Reich noch sehr jung unter Adolf Hitler ist es eine Aufwertung. Und es stärkt natürlich auch seine Machtposition. Und Adolf Hitler drängt natürlich gleich darauf hin, eben nach dem Ersten Weltkrieg das Deutsche Reich wieder als Großmacht anzuerkennen. Und das soll es dann auch schon wieder gewesen sein bei mir. Ich sage Servus und wir sehen uns dann morgen wieder.